Nachdem wir schon letzte Woche die offizielle Sims Sessions-Ankündigung erhalten haben, wurde von den Entwicklern gestern ein größeres neues Update für die Sims 4 veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Wenn ihr das neue Update installiert habt, werdet ihr im Spiel, wenn bei den Sims Sonntag ist, um ungefähr 10 Uhr per Benachrichtigung auf das neue Event aufmerksam gemacht. Ebenfalls erhalten die Sims ein Ticket ins Inventar, mit dem man weitere Informationen zum Event bekommt. Damit ihr genau wisst, wo das Event stattfindet, haben die Entwickler ebenfalls einen Hinweis zum Event auf der Weltenkarte von Willow Creek platziert. Wenn es um 12 Uhr losgeht, taucht in der Region des Magnolienblütenparks weiter hinten eine kleine Bühne, Stände und Zelte auf. Schon relativ bald gehen die ersten Künstler auf die Bühne, die ihre Songs performen. Manche Auftritte werden ebenfalls mit Nebel oder Seifenblasen untermalt. An den verschiedenen Ständen könnt ihr euch T-Shirts oder Souvenirs holen. Ebenfalls ist es möglich, über Nacht in den herumstehenden Zelten zu übernachten. Übrigens haben die Entwickler ein neues Pride-Bild ins Spiel hinzugefügt, welches ihr euch in 4 verschiedenen Rahmenfarben an die Wand hängen könnt. Auch im Erstelle einen Sim-Modus gibt es ein paar kleinere neue Objekte wie dieser Jumpsuit, dieser neue Pulli für Frauen, der aber auf einem bereits vorhandenen basiert, und neue Festival-Shirts. Ebenfalls haben ein paar wenige bereits vorhandene Objekte meist eine neue Farbalternative erhalten. Genau die, die auch auf den Rendern der 3 Sims zu sehen waren und vorher noch nicht im Spiel vorhanden waren. Ebenfalls sehr cool, es wurde an einige Influencer wie hier Sims Community ein kleines Paket von EA mit allerlei Goodies und Objekten im Stil des Events zugeschickt, auf die ich wirklich etwas neidisch bin. EA, wenn ihr meine Adresse braucht, sagt einfach Bescheid. Und was denkt ihr über die Festivals in The Sims 4? Sollte es diese vielleicht nochmal irgendwann wieder im Spiel geben? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.